was mich von allen Büchern, die ich je gelesen habe, mit am meisten getriggert hat. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein paar Buchempfehlungen und ich hoffe sehr, dass es euch interessiert. Am besten bleibt ihr dann jetzt einfach dran. Ich weiß, das hat es in letzter Zeit häufiger gegeben. Ich hoffe, dass es euch nicht langweilt. Mir macht es aber gerade einfach total viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, dass das Format ein Buch, das relativ viel Vielfalt bietet. Und ja, das genieße ich sehr und ich habe den Eindruck, dass ich euch so verschiedene Bücher zeigen kann. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben. Also wenn ihr nochmal Bock habt, was anderes zu sehen, dann ja, lasst es mich gerne wissen. Wir fangen einfach an mit der ersten Aufgabe und zwar zeige uns eine spannende Dystopie. Und da habe ich mir jetzt eine ausgesucht, die ich zuletzt gelesen habe. Ich muss sagen, dass ich viel zu wenige Dystopien gelesen habe, denn eigentlich mag ich das Genre total gerne und finde es super schade. Also falls ihr mir da was empfehlen könnt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Für diejenigen, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, was das genau ist, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also es ist quasi etwas, was in der Zukunft stattfinden könnte und was häufig in so eine Art zukunftskritische Richtung reingeht. Und das Buch, was ich euch jetzt vorstelle, ist Dry. Vielleicht kennt es der eine oder andere schon, es war ja relativ bekannt und deswegen habe ich es halt eben auch gelesen, weil es die Runde gemacht hat und mich interessiert hat. Und zwar geht es hier um Kalifornien im Sommer und plötzlich gibt es dort kein Wasser mehr. Also die Menschen machen den Wasserhahn auf und es kommt nichts mehr raus. Und das finde ich so ein richtig krasses Horrorszenario, denn sie fangen halt irgendwann auch an, richtig aggressiv zu werden, wenn die Nachbarn noch Wasser haben und jeder versucht einfach sein eigenes Überleben zu sichern. Und das nimmt halt einfach irgendwie so einen kranken Verlauf. Das muss man sich mal vorstellen, wenn es wirklich kein Wasser mehr gibt und man einfach nur Durst hat. So schlimm. Eine Dystopie, ich glaube, das ist auch aus dem Genre, die ich ganz gerne noch vielleicht mal irgendwann lesen würde, ist Der Store. Falls ihr das Buch schon gelesen habt, könnt ihr es mir mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Kritik am Onlinehandel. Bin mir aber nicht sicher. Also ich glaube, das ist so, der Store liefert überall hin. Hab's mir so ein bisschen wie Amazon vorgestellt. Ja, falls ihr dazu was sagen wollt, lasst es mich wissen. Ich bin mega gespannt. Dann die Aufgabe, zeige mir einen Liebesroman, in dem die Charaktere einzigartig sind. Boah, da musste ich jetzt ein bisschen nachdenken. Einzigartig ist natürlich immer so eine Sache, weil letztendlich sind alle Menschen einzigartig. Und da könnte ich euch dann quasi jedes Buch zeigen. Aber ich finde, so richtig krass aufgefallen ist mir das halt damals bei Letztendlich sind wir dem Universum egal. Ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, die das Buch nicht gelesen haben. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe damals ganz lange irgendwie nicht so richtig verstanden, worum es geht. Und ich habe es tatsächlich, als ich es angefangen habe zu lesen, immer noch nicht verstanden. Also ich wusste immer noch nicht genau, worauf ich mich einlasse. Und dann war ich halt drin. Ich glaube, ich habe sogar als Hörbuch gehört. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ich so krass begeistert von dem Buch. Es gibt ja mittlerweile auch einen Film, den finde ich auch ziemlich gut. Aber irgendwie ist das Buch natürlich nochmal tiefgründiger. Es geht um A. A. wird jeden Tag in einem anderen Körper wach. Also er oder sie ist halt immer jemand anderes. A. besitzt eine Seele. Das heißt, es gibt irgendwie schon sowas wie Moral und Gefühle, die diese Person quasi hat. Aber sie übernimmt trotzdem immer das Leben von dem Menschen, in dem sie quasi jeden Morgen wach wird. Ich hoffe, dass man das versteht. Das klingt jetzt total abgefahren, aber man kommt ganz schnell rein in die Geschichte. Also es ist nicht kompliziert oder so. Und eines Tages wird A. dann in dem Körper eines Jungen wach. Und der hat eine Freundin. Aber der behandelt seine Freundin ganz, ganz schlecht. Und dann merkt A. dass er selbst Gefühle für die Freundin entwickelt. Und da er ja am nächsten Tag wieder jemand anderes ist, ist es halt total schwierig, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Und er hat sich auch noch nie jemandem anvertraut. Und ja, also allgemein, es ist wirklich ganz, ganz, ganz krass. Und es ist auch in eine Richtung gegangen, die mich irgendwie voll berührt hat. Also kann ich euch definitiv empfehlen. Ist eigentlich ein Jugendbuch, aber ich finde, das kann man auch definitiv noch später lesen, einfach weil die Story so krass ist. Ich würde es heute auf jeden Fall noch lesen. Dann gut für Thriller-Einsteiger. Also die Person möchte ganz gerne mal einen Thriller probieren und traut sich wahrscheinlich noch nicht so richtig da dran. Ich finde, dass Liebeskind da eigentlich ganz gut war.
Also ich habe das Buch als relativ fesselnd empfunden, aber nicht als irgendwie grausam und brutal. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, wenn man so Angst hat, dass es zu krass wird. Also klar, es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe von Jugendthrillern, mit denen man anfangen kann. Dazu habe ich auch einige Videos, vielleicht kann ich euch auch noch mal was zeigen. Aber das geht halt jetzt hier schon eigentlich an Erwachsene. Aber es ist halt trotzdem jetzt nicht irgendwie blutrünstig oder so. Ich war in so einer Art Leseflaute drin. Das war im Juni 2019, da war ich in einem ganz kurzen Lesetief irgendwie und das Buch hat mich dann da rausgeholt. Und zwar ist es jetzt verdammt schwierig, euch zu erklären, worum es geht, weil es so ein bisschen, ja, mehrere Handlungen gibt. Es ist auf jeden Fall eine Entführungsgeschichte, eine Frau, die entführt wird und versucht halt, sich zu befreien. Ja, ich mag sowas irgendwie total gerne lesen. Kann ich auf jeden Fall an euch weitergeben, den Buchtipp. Dann eine tiefgründige Liebesgeschichte enthält wie Bad at Love und wie die Ruhe vor dem Sturm. Finde ich mega schwierig, tiefgründig. Also natürlich so Brittany C. Sherry und so, die schreiben immer tiefgründig. Colleen Hoover schreibt auch immer tiefgründig. Aber ich muss sagen, dass Bad at Love mich auf eine andere Art und Weise berührt hat. Also das hier ist ja Bad at Love, für diejenigen, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Und ich finde da auch nicht so den krassen Vergleich für. Aber das ist vielleicht auch etwas Persönliches. Diese Geschichte hat mich auf persönliche Art und Weise berührt. Und ich glaube, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, dass nicht jeder von euch die Geschichte so lesen wird, wie ich sie lesen werde. Denn das ganze Thema ist für mich einfach halt ein ganz wichtiges Thema. Und ich persönlich konnte mich in dem Lesen oder in der Protagonistin an manchen Stellen so ein bisschen wiederfinden. Und sie hat mir tatsächlich geholfen, auch mit meinen Gefühlen manchmal umzugehen. Aber wenn ihr zum Beispiel solche Dinge, die halt hier thematisiert werden, nie selbst erlebt habt, dann ist das für euch vielleicht nicht so besonders wie für mich gewesen. Und das will ich einfach nochmal sagen. Da ist ja jeder irgendwie anders, jeder hat eine andere Vorgeschichte, jeder hat andere Themen, die einem wichtig sind. Und für mich war es halt eben toll, vor allem, weil sie ja auch so einen feministischen Aspekt eben noch mit reinbringt. Also die Protagonistin ist Feministin und sie transportiert einfach richtig tolle Werte. Ich will ja immer noch irgendwann ein Video dazu drehen. Bin in so einem Konflikt drin, weil es halt ein sehr krass privates Thema für mich wäre. Und ihr wisst, ich bin super offen mit ganz, ganz vielem. Aber es gibt da einen Punkt, über den ich noch nie gesprochen habe, öffentlich. Und ich weiß nicht, ob ich das so krass in dem Detail öffentlich machen möchte. Ich habe da ja auch in meinem Buch so ein bisschen drüber gesprochen, aber es gibt da halt auch so ein paar Details, mit denen ich ganz lange nicht im Reinen war und langsam angefangen habe, mich da zu akzeptieren. Und da hat das Buch mir halt auch weitergeholfen. Ja, das ist halt jetzt sehr persönlich. Aber um euch jetzt nicht zu enttäuschen und euch auch wirklich ein Buch zu nennen, würde ich jetzt Bring Down the Stars empfehlen. Also das war für mich tatsächlich tiefgründig und viel tiefgründiger, als ich gedacht habe. Und vor allem, lest euch bitte, wenn ihr es lest, in dem zweiten Teil am Ende das Nachwort durch. Denn ich finde die Motivation hinter diesem Buch ganz toll. Die Autorin hat ihre Tochter verloren. Also ihre Tochter ist, ich weiß gar nicht, wie alt die war 10 oder 9, irgendwie so, ganz plötzlich verstorben. Ich glaube plötzlich. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist die halt verstorben. Und die Tochter hat immer zu ihrer Mutter gesagt, du musst mal ein Buch schreiben, in dem das und das passiert. Und das hat die Mutter quasi umgesetzt. Und ich finde, die Tochter hatte so einen tollen Aspekt da drin und den feiere ich einfach so, so sehr. Wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und ich kann euch dann auch mit einer Spoilerwarnung sagen, welcher Aspekt das gewesen ist. Aber ich will es halt jetzt hier nicht erwähnen, weil es halt eben spoilert. Zeige uns ein Buch, das Leuten gefallen könnte, die Twilight mochten. Da habe ich definitiv ein Buch für euch. Und zwar geht es da jetzt nicht um Vampire, wie man vielleicht meinen könnte. Aber es geht irgendwie trotzdem in so eine Richtung vom Stil her wie Twilight, finde ich. Und zwar ist das Nach dem Sommer. Das habe ich euch jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt. Also Nach dem Sommer ist auch eine Trilogie. Es gibt 3 Teile davon und es geht um Grace. Grace wohnt am Rande eines Waldes und sie ist, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Sie ist, glaube ich, 17, schätze ich mal, 17, 18, 16, irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht genau, ich schätze es einfach nur. Und sie trifft dort einen Wolf. Also dieser Wolf kommt quasi immer an den Rand des Waldes. Und das klingt jetzt mega schräg, aber sie fühlt sich zu dem Wolf total hingezogen. Also sie sieht ihn an und sie hat das Gefühl, da ist irgendwie was. Und dann lernt sie einen Jungen kennen und findet heraus, dass dieser Junge der Wolf ist. Klingt mega gruselig, aber er ist halt jeden Sommer ein Mensch und jeden Winter ein Wolf. Sie erkennt das, glaube ich, durch die Augen, weil die Augen halt so ähnlich sind
und sie verliert sich quasi in seinem Blick so drin. Ich glaube, das hat so dieses Twilight-Feeling für mich, weil es auch um so Clans geht. Also bei Twilight gibt es ja auch diese Gruppe von Werwölfen und die Gruppe von Vampiren. Und hier ist es halt auch so, dass es halt eine Gruppe von Menschen gibt, denen das halt passiert ist, also die halt zum Wolf werden im Winter. Und das Schlimme ist, dass die sich halt in ihn verliebt und es ist sein letzter Sommer als Mensch, denn irgendwann wird er halt für immer Wolf sein. Und ja, ich finde es richtig, richtig schön. Also Maggie Stiefvater hat einfach einen richtig tollen Schreibstil und ich habe es richtig, richtig gern gelesen. Dann war eine ungewöhnliche Aufgabe und zwar zeige uns ein Buch, das triggernd ist und teilweise verstörend. Diesen Nachtrag dahinter verstehe ich nicht ganz. Das Buch, was ich euch jetzt zeige, ist halt schon verstörend, beziehungsweise hat mich arg getriggert. Also es ist tatsächlich, würde ich sagen, das Buch gewesen, was mich von allen Büchern, die ich je gelesen habe, mit am meisten getriggert hat. Und triggern nicht im Sinne von, es hat mich aufgeregt, wie jetzt zum Beispiel Wie ist Virgin oder so, das hat eine Wut in mir getriggert, sondern es hat mich halt auf eine Art getriggert, die einfach mich fertig gemacht hat. Es hat mich getriggert, obwohl ich es richtig gut fand. Und das finde ich halt krass, weil ich es das Thema so wichtig finde, aber es mich trotzdem eben so heftig mitgenommen hat. Und zwar ist das Too Late von Colleen Hoover. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es da oben in meinem Bücherregal stehen lassen und habe es vergessen rauszuholen. Ich blende es euch hier mal ein. Es geht in dem Buch halt um das Thema toxische Beziehungen. Also das Mädchen ist halt in der Beziehung drin und der Freund behandelt sie ganz, ganz schlecht. Und das Buch beginnt schon an einer Stelle, wo ich wirklich Gänsehaut hatte und mir ging es beim Lesen echt nicht gut. Mir ging es, nicht gut ist schon ein falscher Ausdruck, mir ging es richtig schlecht beim Lesen. Aber ich finde trotzdem gut, dass es dieses Buch gibt, weil es ist einfach so ehrlich und irgendwie auch so unverblümt. Und ich finde das halt auch mega wichtig, dass es sowas gibt, weil das stellt halt eben die Liebe auch mal von einer ganz anderen Seite dar. Beziehungsweise, was heißt schon Liebe? Es ist ja noch nicht mal eine Liebe gewesen. Es ist halt irgendwie so ein richtig krasses Thema, aber es betrifft halt eben Menschen. Und das fand ich cool. Aber es ist halt mega hart. Also passt bitte auf, dass ihr dass ihr sowas nur lest, wenn ihr dafür bereit seid. Und jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen, ich wollte euch noch mehr Bücher zeigen, aber sonst wird das Video wieder zu lang. Ich glaube, ich mache noch mal einen zweiten Teil, da zeige ich euch dann die restlichen Bücher. Wie gesagt, es geht hier demnächst noch weiter. Ich habe noch mehr Bücher, viel mehr Bücher. Und falls ihr ansonsten noch mal einen Videowunsch habt zum Thema Buch, also Buchempfehlungen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann drehe ich das gerne für euch ab und würde mich total freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt. Und meinen Kanal abonniert und wir uns dann hoffentlich demnächst wiedersehen. Bis dann. Tschüss.